Fazit ist eigentlich durchweg positiv. Also wir haben mal wieder hier in Valls super Bedingungen vorgefunden. Der Platz war 1A, das Wetter war auch top. Wir hatten eigentlich fast keinen Regen und die Temperaturen waren nicht zu hoch. Und ja, wir haben richtig gute Einheiten hier gehabt. Und ja, wie gesagt, es war echt ein super Trainingslager. Ja, ich glaube, wir können auf ein sehr, sehr gutes Trainingslager zurückblicken. Ich glaube, die Bedingungen waren hervorragend. Wir haben ein hervorragendes Hotel gehabt. Wir haben gute Trainingsbedingungen gehabt. Wir konnten sehr, sehr intensiv arbeiten. Wir hatten nur ein Trainingsspiel oder ein Testspiel. Das war aber extra auch so gewollt, damit wir wirklich auch viel auf dem Platz waren und viel Trainingsarbeit ableisten konnten. Die Jungs haben vieles umgesetzt, waren immer sehr, sehr aktiv, sehr, sehr intensiv drin in den Einheiten. Sind auch sehr, sehr müde jetzt nach dem Trainingslager. Deswegen müssen wir uns auch erholen. Und von daher bin ich aber trotzdem insgesamt sehr zufrieden. Auf dem können wir aufbauen. War cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Einheiten waren auch gut. Wirklich, wir hatten gute Einheiten mit der Mannschaft. Ja, also klar ist ein Trainingslager immer anstrengend, aber da gehört auch viel Spaß dazu und den hatten wir auf jeden Fall auch. Es gab auch wirklich dann noch immer so gute kleine Einzelspiele mit Kapi zum Beispiel, die dann auch wirklich Spaß gemacht haben, die dann auch immer so ein bisschen so das Team auflockern, auch wenn es anstrengend gerade ist oder wenn man alle mal ein bisschen müde sind. Aber ja, wirklich, also ich hatte Spaß, habe mich gut gefühlt und wie gesagt, war einfach cool. Ja, es war ganz, ganz wichtig, dass wir eine Stimmung im Team herstellen, eine neue Stimmung im Team herstellen, ja, auch eine neue Hierarchie und einen neuen Spirit entwickeln. Ja, nach dem letzten Jahr muss man natürlich vieles abschütteln und ich glaube schon, dass wir auch da sehr, sehr viel Positives mitnehmen können. Das ist auch ein Hauptaugenmerk, was wir diesem Jahr gelegt haben, dass wir wirklich auch eine richtige Einheit bilden können, eine Mannschaft bilden, die zusammenhält, die zusammengeschweißt wird und die einen absoluten Siegeswillen und einen Teamspirit an den Tag legt, um dann auch in der Saison erfolgreich zu sein. Das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch wenn die Beine schwer waren, hat jeder im Endeffekt auch seine Arbeit getan. Ja, nicht nur die Stimmung, dass sie schön und gut war, sondern wir wussten genau, jetzt ist Arbeitszeit. Und dann hat auch wirklich jeder an einem Strang gezogen und hat dann auch versucht, sich bestmöglich zu präsentieren. Und auch da gibt es viele Komplimente, aber von dem können wir uns im Moment noch nichts kaufen, sondern wir müssen gucken, dass wir weiter da dran bleiben. Ja, wir haben ja viele neue Spieler, die haben wir natürlich hier noch viel besser kennengelernt und untereinander haben wir uns ja, besser kennengelernt. Das ist natürlich auch sehr wichtig in so einer Woche. Ich fühle mich echt gut aufgenommen, muss ich sagen. Also wirklich von Tag 1 habe ich mich wirklich wie ein Teil des Teams gefühlt. Alle Spieler, ich hatte mit vielen schon einzelne Gespräche, habe mit denen gequatscht, was deren Werdegang war oder was die so davor gemacht haben oder was sie danach noch machen wollen. Über Privates gesprochen, also wirklich mit vielen habe ich schon Einzelgespräche geführt und ich fühle mich wirklich gut aufgenommen. Wirklich, die Stimmung fühlt sich gut an, wirklich jeder versteht sich mit jedem. Es gibt ein paar, die ein bisschen mehr reden, die das Team wirklich auch ja, eine gute Laune anstimmen sozusagen. Deswegen finde ich auch wirklich, dass wir ein gutes Team zusammen haben mit coolen Typen. Ich glaube, dass die Neuen sich sehr gut integriert haben. Die sind natürlich auch ja, heutzutage schon miteinander ein bisschen bekannt. Ja, da kennt der eine den anderen und dann kennt man wieder über drei Ecken nochmal jemanden. Also die Jungs kennen sich da schon ganz gut und haben sich da, glaube ich, auch relativ schnell akklimatisieren können. Die nicht so bekannt waren für den einen oder anderen, haben sich auch untergeordnet, sind super aufgenommen worden. Ja, wir haben viele Jungschanzer dabei gehabt und es hat auch richtig Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken, die sich auch wirklich von einem sehr, sehr guten Niveau präsentiert haben. Auch einen Gegner wie Lugano gestern immer wieder sehr, sehr gut beschäftigt haben. Und von daher habe ich da auch wieder ein positives Gefühl. Ja, sowohl, dass die Neuzugänge gut integriert sind, was aber noch ein bisschen eine Zeit dauern wird, als auch die Jungs, die von der U21 oder U19 dabei waren. Ja, die sind natürlich auch gerne wieder willkommen, wenn es irgendwann in den normalen Trainingsalltag geht. Ja, dadurch, dass wir natürlich auch mit einem Gegner wie Lugano
einen Gegner hatten, wo wir schon auf Top-Niveau gesehen haben, der Pokalsieger geworden ist in der Schweiz und auch in der Liga ein hervorragendes Ergebnis erzielt hat, war natürlich schon diese Woche der Fokus auf der Defensivarbeit, ja, dass wir dort gemeinsam einen guten Block entwickeln, dass wir dort gemeinsam eine gute Strategie entwickeln, den Gegner immer wieder im richtigen Moment unter Druck zu setzen, dass unsere Abstände passen, dass die Abläufe drin sind, dass wir aber auch aggressiv sind, dass wir den Gegner auch wehtun und alles das haben wir dann in dem Testspiel auch gesehen. Das haben die Jungs sehr, sehr gut umgesetzt, ja, aus der Trainingsarbeit im Endeffekt die Inhalte übertragen ins Spiel und das ist auch der Weg, den wir brauchen und den wir natürlich auch in Zukunft gehen und das war jetzt nur ein erster Step und die weiteren Steps müssen jetzt die nächsten Wochen folgen, bis wir dann gegen Bayreuth hoffentlich nochmal an einem besseren Niveau sind, als wir es zurzeit sind. Es waren schon sehr knackige Einheiten mit dabei. Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder gute Erholungsphasen gehabt, mit auch mal einem Nachmittag zur freien Verfügung oder auch mit einem Teambuilding-Maßnahme beim Raften zum Beispiel. Ja, war eigentlich eine gute Mischung, aber wir haben schon gut Gas gegeben. Aber ich würde so sagen, das Highlight war das Rafting. Also das Rafting war wirklich cool. Weil ich sowas selber noch nie gemacht habe, auch jetzt nicht so im Verbund mit dem Team, also auch nicht bei anderen Vereinen, sondern es war das erste Mal, dass ich so im Team so etwas, so eine Teambuilding-Maßnahme machen durfte und deswegen war es für mich schon so das Highlight, wir durften da schöne Sachen sehen und haben einfach, ja, ich finde, das hat das Team schon ein Stück zusammengeschweißt. Ja, ich glaube, das gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man mal Spaß hat im Trainingslager. Ich meine, die Arbeit, die war da und dann haben wir diesen freien Nachmittag nicht genutzt, um irgendwo rumzulungern, sondern da eben auch uns mit Spaß und einem Abenteuer zu erleben. Und ich glaube, auch das ist so ein Privileg, was man nicht so oft eigentlich hat, vor allem nicht als normaler Mensch, ja, sondern das, was wir hier erleben, das ist ein absolutes Privileg und das sollte jeder Spieler auch genießen. Ja, so eine Rafting-Tour mit so einer ganzen Mannschaft ist eine tolle Sache und wenn man die dann lebt und da wirklich auch richtig Spaß hat, was die Jungs gemacht haben, dann bleibt das einfach auch in Erinnerung und das ist auch so ein Punkt, wie man sich zusammenschweißt und wie man Spirit entwickelt. Und ich bin froh, dass mich mein Trainerteam gerettet hat. Ja, sie hätten mich auch runtergehen lassen können. Aber auch das gehört mal dazu, dass man mal in einer Rafting-Tour über Bord geht. Ja, sonst wäre es ja langweilig. Ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit den Jungs zusammen da zu paddeln. Dann sind wir ja beim Wasserfall gewesen. Ich glaube, das war schon so ein Tag, wo man sagen kann, das hat uns noch weiter zusammengeschweißt jetzt und hat uns noch einen Push gegeben. Ja, der 80-20 E-Cup war natürlich auch eine coole Sache. War mal was anderes. Ich habe ja zusammen mit Max gespielt, wir waren da jetzt nicht so erfolgreich, aber ich glaube, für uns vor allem stand der Spaß im Vordergrund und den hatten wir. Der war natürlich auch sehr cool, also es hat mir auch richtig gefallen, wie es aufgebaut wurde, wirklich mit dem Twitch-Stream. Dadurch konnten meine Kumpels noch so kurz reinschauen und schauen, wie ich mich da so anstelle, aber wirklich, es war ein richtig cooles Event. Hatte ich auch noch nie so erlebt, dass man da wirklich auch so viel reinsteckt und wirklich auch dann das so gut organisiert mit den Teams und allem. Also wirklich, das muss ich echt mal Lob aussprechen. Fand ich richtig gut. Das war auch sehr schön. Ja. Hat richtig Spaß gemacht mit der Niederlage im Finale gegen Justin und Jalen. War ein bisschen blöd, aber trotzdem hat Spaß gemacht. Der Tag danach war richtig schlimm. So. Dann hat mich Justin noch ein bisschen provoziert, aber dann ging schon. Also jetzt inzwischen denke ich nicht mehr so viel drüber nach. Ja,
Ja, wir hatten wirklich also insgesamt sehr, sehr gute Trainingsbedingungen. Der Platz war in einem hervorragenden Zustand. Wir hatten eine große Tennishalle nebenan, wo wir alle Übungen, was die Aktivierung angeht oder auch die Krafteinheiten angeht, absolvieren konnten. Ja, wir hatten ein hervorragendes Wetter. Ja, immer dann, wenn wir im Endeffekt auf dem Platz waren, war es nicht zu heiß, aber auch trotzdem trocken. Und damit konnte man auch dementsprechend immer wieder gut arbeiten. Und das war alles perfekt. Natürlich hat der ein oder andere Regenguss dabei, der tut auch mal gut. Aber insgesamt haben wir sowohl, wie gesagt, vom Hotel, Platz, Aktivierungshalle als auch Wetter wirklich hervorragende Woche hier verbracht und sind sehr zufrieden mit dem Trainingslager. Ja, ich glaube, dass am Anfang eher so ein bisschen distanziert alles war, ja, dass man dann doch erstmal abgewartet hat, wie Sponsoren und Mannschaft so ein bisschen zusammenkommen. Die Sponsoren wussten auch nicht so richtig, wie man dann vielleicht miteinander umgehen sollte. Wir hatten ja wirklich auch kein schönes Jahr, aber es war unglaublich gut, wie die Sponsoren uns aufgenommen haben, wie die Mannschaft aber auch auf die Sponsoren zugegangen ist, ja, wie es dann, ich sag mal so mündlich entwickelt hat, dass man zusammengefunden hat, dass man eine Einheit gebildet hat und dann einen absolut tollen Abend zusammen verbracht hat. Ich glaube, es ging den Sponsoren genauso wie der Mannschaft und unserem Trainerstab oder Funktionsstab. Und von daher glaube ich schon, dass da auch so eine kleine Basis geschaffen wurde. Ja, es war ein sehr schönes Event. Ich habe das ja schon öfter mitgemacht mit den Sponsoren. Es ist immer wieder schön, mit denen dann auch zu kommunizieren, mit denen einen Abend zu verbringen. Und ja, war sehr schön. Wir hatten ein sehr gutes Essen, hatten gute Gespräche. Und ja, was ich so gehört habe von den Sponsoren, haben die es auch sehr, sehr positiv und sehr, sehr gut aufgenommen. Die Sponsoren haben wir überzeugt, dass wir wirklich arbeiten wollen, dass wir Gas geben wollen, dass wir den Verein wieder in eine Richtung drücken wollen, wo es auch hingehört. Und die Sponsoren werden uns dabei mit Sicherheit so unterstützen, so haben sie uns den Eindruck auch hier gegeben, dass sie wirklich mit absolutem Elan und mit voller Unterstützung an unserer Seite stehen. Und nur dann werden wir auch am Ende erfolgreich sein. Und das wollen wir jetzt natürlich auch irgendwann auf den Sportpark und auf die Fans überschwappen lassen, dass die Zuschauer auch wieder merken, es ist eine Mannschaft da, die alles für den Verein gibt und alles für die Schanzer gibt sozusagen und den Verein wieder auf einen erfolgreichen Weg führt.